So, hallo Leute und willkommen bei The Division, wieder einmal mit Kalli. Kalli, sag doch mal hallo. Hallo. Im Teamspeak hängt auch noch der Mustang rum. Hallo, guten Mustang. Abend. Er spielt aber nicht mit, er ist nur so dabei. Ja, leider nicht. Das Maskottchen. Genau, ja. Er ist das Maskottchen. Der Amerikaner. Du, sag mal, gibt es in Amerika wirklich so eine militärische Abteilung, die sich The Division nennt? Oha, ich habe da noch nie was von gehört. Okay, vielleicht ist das so eine Geheimabteilung, wie die Amis das gerne haben. Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Sag das lieber nicht zu laut, vielleicht werden wir abgehört. So, einmal, ich bin schon an der OP. Ja, Attacke. Rüste aus, entwickel weiter, mach mal was. Ja, mach nee, Ulti, klar. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich an der OP bin. Dachte, ich müsste mich erst dahin porten. Porten? Ja, also Blitzreise. Porten, ich höre immer nur Porten. Ja, Mensch, ich dachte, ach, egal. Da fängt es nämlich schon wieder an. Du hast gedacht. Ja, aber guck, du musst okay. Auf jeden Fall das teuerste von allen kaufen. Das also Kaserne 1000. Jetzt beim Sicherheitsflügel. Wenn das ist? Ja, 1000. Ja, Attacke. Und schon kannst du eine Ulti anwählen gleich. Jetzt kann es richtig losgehen. Ab sofort sind sie mein absoluter Lieblingsagent. Hast du das Spiel eigentlich zum Release geholt? Ja. Bist du auch in dieser supergeilen langen Warteschlange gestanden? Nein, ich habe es mir bei Steam gekauft. Okay, ja, ich meine nur bei Ingame, da gab es ja mal so eine ewig lange Warteschlange, weil sich ja jeder bei diesem einen Laptop anmelden musste. Ach so, doch, Zimmer. Da stand ich auch, ja. Und wie hat sich das so angefühlt? Beschissen. Denke ich mir schon. Das ist ja voll geil. Das sah richtig gut aus auf den Bildern und Videos. Ja. Ich kann mir bei dem Techflügel noch eine Erweiterung holen. Generator, Wasseraufbereitung, Zentralheizung musst oder gucken, Auflade. Was für dich interessant ist. Du musst gucken, welche Fähigkeiten du angelegt hast und dementsprechend... Damit du die Verbesserung der Fähigkeiten hast. Also in deinem Fall ist es einmal Technologie und einmal Medizin. Da steht ja dann dahinter dabei, was nicht wenn schlecht. Du das entwickelst, was du davon dieses hast. Neue Gerät könnte sehr ja. Nützlich sein. Gut gemacht. Boah, bin ich froh, wenn wir hier endlich Level 30 sind, dass ich mit meinem Hauptcharakter loslegen kann. Oh, das ist schön. Okay, tote die Hilfe. Das Zerstören einer vom Gegner angelegten Fertigkeit steigert die Fertigkeitsstärke für 30 Bräunig. Nehmen wir das, Zentralheizung noch. Okay. Wow, Techflügel habe ich bei fast 80%, also bei 80% jetzt. Okay. Zurück und jetzt mal noch medizinischer Flügel. Kann ich bestimmt auch einiges mittlerweile reißen. Ey, das kann natürlich sein, ne? Nein, da habe ich nur 720. Fuck it. Okay, da kann ich nichts machen. Ich denke, wir leveln uns jetzt erstmal ein Level ab auf 25. Ja. Mit Nebenmission. Ich habe gerade nur leichte Ruckler im Spiel. Ich muss das gleich mal nachgucken, warum. So, mal ganz kurz nach Ausrüstung gucken, was ich so habe. Weil ich glaube, da habe ich noch einiges über, was ich nicht brauche. Ne, da habe ich schon aufgeräumt. Was ist denn hier los? Habe ich beim letzten Mal aufgeräumt gehabt? Kann gut sein. Wow. Huiuiui. Wie sieht's eigentlich aus mal mit Mods kaufen und so einem Kram? Ja, erst ab Level 30, wenn überhaupt. Und außerdem kaufst du die nicht an den Händlern. Okay, wo kauft man sich dann Mods? Keine, gar nicht. Entweder findest du die oder du stellst sie selber her. Okay. Das machen wir dann aber noch. Bei meinem Scharfschützengewehr, da ist Präzision wichtig, ne? Kopfschussschaden. Okay, nee, das habe ich nicht.
Und in der Mündung vorne verminderte Bedrohung. Okay. Okay. Okay, das ist dann das Richtige. Empfange eine verschlüsselte Nachricht. Nachdem ich aktiviert wurde, hörte ich, dass einige Division-Agenten der ersten Welle in Lower Manhattan gearbeitet haben, aber niemand hat mehr etwas von ihnen gehört. Von einigen wissen wir, um wen es sich handelt. Wir müssen sie finden, um zu sehen, ob sie noch leben. Und falls nicht, müssen wir herausfinden, warum. Ich lade die letzte bekannte Position hoch. Wie weit bist du? Ich hab's fast. Das habe ich durch. Achso, jetzt ist es wieder falsch rum sortiert. Okay. Jetzt mal ganz kurz bei der Pistole reingucken. Bei der Pistole ist verminderte Bedrohung wichtig, oder eher Stabilität? Stabilität. Verminderte Bedrohung ist bei der Pistole sowas von unwichtig. Okay. Damit regelst du halt, ob die dich eher fokussieren oder nicht. Verminderte oder erhöhte Bedrohung. Okay. Die greifen immer die höhere Bedrohung an. Also, normalerweise. Ich habe erhöhte Bedrohung drin. So, ich hab's fast. Ja. Wo ist denn nochmal? Hier ist noch was. War es das schon? Ich glaube, das war es schon. Ja. So, ich kann meine Fertigkeiten was verändern. Ja. So, was soll ich hier machen? Bei Fertigkeiten. Ich habe ja zurzeit Haftgranate. Ja. Oder kann ich die anderen Haftgranaten jetzt auswählen? Richtig, genau deswegen machst du das hier. Jo, was soll ich hier zu einer auswählen? Was ist das denn hier für eine? Die Standard. Okay, das ist die Monstergranate. Größerer Schaden und Sprengradius kann Zielen blutende Wunden zufügen. Blendeffekt. Die das Granate ist in der Mitte. Tödlicher Wirkung. Ja, das ist in der Mitte. Bewegen sich dann halt nicht mehr, die stehen dann blöd rum. Du okay, schreibst die weg. Das klingt nach einem Plan. Was aber bei ist das hier? Bei Heilung habe ich das in der Mitte auch. Überdosis. Ja, gut, Heilung kann ich noch nicht machen, da habe ich das noch nicht freigeschaltet. Ja, okay. Ich habe jetzt einen Taktik-Link. Steigert den vom Anwender und allen Verbündeten in der Nähe verursachten Schaden und die Chance auf kritische Treffer. Ja, nimm Taktiklink. Oder Überlebenslink. Mach Taktiklink. Und den lege ich mir wohin? Den kannst du nur auf T legen. Ah, okay. Okay, ja, wusste ich nicht, dass das. Okay. Jetzt also hast du alle drei Fähigkeiten. E, T, okay. Alles klar. Ja, dann porte dich mal zu mir. Wo ist denn mein Gruppenleiter schon? Ganz rechts, neben der Dark Zone. Rechts unterhalb Dark Zone. Wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Dark Zone. Da! Blitzreise. Bestätigen. Jo, ich komme. Ich komme geflogen. Quasi. Boah, das mit der Maps sieht ja geil aus. Mit der was? Mit der Map. Wie sich die so in dir öffnet. Ach so, ja. Ich wurde gerade auf dem Weg angegriffen. Achso, das. Ach, du bist im Angriff. Ah. Ja. Moment, ich hab Blut.
LMB. Oha. Mit Elite benannt. Ich zieh mich dann mal ein bisschen zurück. Sehr nice, dein Schaden ist geil. Schön auf Kopf zimmern. Durchs Auto durchmeldet er gerade. Oh Mann. Kann er nicht mehr fertig geschossen haben hier? Ach, das ist echt nervig. Oh. Hä, wie viel Leben hat denn der Typ? Das ist normal. Mist, wo ist er? Da ist er. Okay. Aber diese Mission machen. Nachdem ich aktiviert wurde, hörte ich, dass einige Division-Agenten der ersten Welle in Lower Manhattan das gearbeitet haben. Aber niemand hat mehr etwas von ihnen gehört. Von einigen wissen wir, um wen es sich handelt. Wir müssen sie labert Faylor bei dir noch? Und falls nicht, ja, müssen wir herausfinden, warum. Ich lade die letzte bekannte Position hoch. Also es ist ganz, eine ganz interessante Story. Das ist, wir werden das... Nicht alles auf einmal. Das ist eigentlich ganz interessant. Weil wir werden die jetzt suchen, die Leute. Wir arbeiten unter der Directive 51 und haben die Erlaubnis, euch im Zweifelsfall zu erschießen. Jetzt geht zurück nach Hause. Ihr wollt doch sicher nicht, dass wir euch erschießen müssen. Hey, fickt euch doch. Wir kommen schon selbst klar. Ich werde das erst einmal untersuchen. Okay, ich hab alles. Gut. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ja. Ah, und jetzt sind die... Da. Hä? Ja. Immer noch? Achso, ich muss es einsammeln. Warte. Achso, du hast nicht. Okay. Na komm. Warum geht's nicht? So. Ja. Achso, ich muss auch nochmal untersuchen, oder was? Es gibt jetzt habe ich. Diesen entflohenen Sträflingen aus Rikers. Gehen wir rüber und greifen ein. Ja. Und da hinten lang, okay. Rikers. Ich sehe keinen, okay. Ach, da ist noch mehr. Alter, habe ich gerade überhaupt keinen Aim? Okay, machen wir die Feindbasis gleich mit, wenn wir schon mal hier sind. Puh. So. Meinst du den? Ja. Alter, schon wieder so ein Ulti. Mach mal deine Kuh. Danke.
Fuck, bin tot. Liege drin. Ja. Genau jetzt gehe ich out of Ammo. Geil. Fuck. Überlebt ein bisschen, dann respawn ich ja. Granate neben dir. Ah, ich komme. Also, lade. Ah, ich hab's jetzt geschafft. Ist dieser Bereich sicher? Komme ich in den Ziel respawned? Ist normal. Ist ja auf der offenen Karte gestorben. Ach so. Ist ja keine Mission gewesen. Ah, ja. Okay. Bin jetzt da. Da bist du. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Oh, ich hab da, warte, ich hab da noch Loot drin. Mhm. Wo ist hier Loot? Da ist Loot. Komm mal. Ach so, hier rum geht's. Ja, eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz nach meinem Bild gucken, weil ich habe gerade Ruckler. Weiß nicht, woher das kommt, aber die sind gerade da. Ist irgendwas aktiv, was hier im Hintergrund jetzt gerade läuft oder so? Nicht speichern. Ja, möchte ich mir später angucken. Das ist so nervig. Okay. Eigentlich dürfte es nicht ruckeln. Hm. Okay, machen wir einfach weiter. Komme. Oh, wir werden angegriffen. Das ist eigentlich eine geile Sache, oder? Ja. Hast du die Mission ausgewählt? Nee, noch nicht. Aber es kann nur hier drin sein oder so. Oder hier hinten? Ja, genau, hier hinten rein war das, genau. Wir haben uns ausgenommen und hatten nicht mal den Anstand, mich zu erschießen. Sie meinten, das sei Munitionsverschwendung.
Ich lasse sie dafür bezahlen. Die werden alle sterben. Sie sind in Richtung Norden, zur 41. Und haben von einem Safe House gesprochen. Schnapp sie dir, Doug. Zum 41. Das war ganz schön weit weg. Jo. Geht. Ist hier vorne. Hä? Eine voraus? Nee. Sehne keine. Ich hab oben auf meinem. Ja, Anzeige. Hat die auch. Aber ich sehe keine. Interessant. Ah. Hey Jungs, habt ihr was gefunden? Ja, wir haben was zum Spielen gefunden. Sie lief direkt auf uns zu und wir haben sie geschnappt. Wir sind jetzt in der 41. Ja, okay. Wir kommen jetzt zu euch. Wir haben Beute im Schlepptau. Keine Ahnung, wie diese Hurensöhne waren, aber die hatten schon total abgefahrene Sachen. Scheiße, ja, sieh dir das an. Ist das geil! Und hier ist hier der Agent. Der letzte Überlebende quasi. Ja. Wo müssen wir? Hast du schon? Ich war schon zweimal in Korea. Nee, das war das Falsche. Ich weiß, dass echte Soldaten sich nicht wie dieses Lastman Battalion verhalten. Die sperren Leute ein und schlagen sie zusammen. Die haben keine Ehre. Richten sie denen aus, dass sie nicht einfach damals haben. Wo ist denn die Mission jetzt? In Korea und ich weiß, dass echte Soldaten raus oder so? Wie dieses Last Man Battalion verhalten. Die sperren Leute ein und schlagen sie zusammen. Die haben keine. Da oben. Ups. Oh. Ja, könntest du jetzt richtig geil deine Kuh reingehämmert haben. Oh, fuck, bin tot. Oh, es geht schnell. Ich komme hinter das Auto hinter dir. Was? Schon wieder? Oh, jedes Mal, wenn ich mal eben weggehe. Ja, ich bin halt nicht so der Live-Typ, ne? Ne, nicht so wirklich. Das Problem ist, ich bin auch doch die ganze Zeit in diesem scheiß Echo drin. Geht doch, endlich. Aua. Wo ist denn, ist die Mission jetzt? Ganz oben. Ein jo. 40. Jo. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. Na dann los. BTF, hört ihr uns?
Hast du die richtige jetzt schon ausgewählt? Ja, ja, ich hab's ja ausgewählt. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Freundliche Leute. So. LMB. Mit dem Schalldämpfer da drauf klingt die Waffe sogar relativ gut. Feindpräsenz entdeckt. Oha. Warnung. Ein den Brand. Aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Hinter mir. Vor mir jetzt. Ja. Sniper, wa? Nee, ist kein Sniper. Achso, du, ja. Da ist auch ein Sniper. Ich hab das Sniper-Ding gesehen. Da ist ein Sniper, siehst du? Mhm. Entdeckt. Gott, gibt's denn hier nur Feinde? Offenbar. Wo denn? Ah, da. Wo? Ach, da. Die interessieren uns ja nicht, ne? Nö, nö. Schon geil aus, oder? Ja. Brutal. Und das hätte jeder von uns sein können. Kann auch passieren, wenn wir nicht aufpassen. Ich hatte gehofft, wir könnten sie erreichen. Wir hätten ihre Hilfe wirklich gebraucht. Aber irgendwas war mit dem Mädchen. Ich werde ihr Gesicht mal durch unsere Datenbank jagen. Vielleicht finde ich was. Ja, läuft, würde ich sagen, ne? Du hast alles vor. Gut. Ich hab alles, Moment, hier muss ich nochmal eben einsammeln, so. Jo. Machen wir das. Warum war hier denn einer vom LMB drin? Keine Ahnung. Verlauf. Muss Chang immer noch bei uns hier? Ja, der ist immer noch da, der hat nur alles gemutet. Okay.